Körper. Und wie du gesehen hast, heute geht es ums Thema Petsyball oder auch Gymnastikball genannt. Ich werde dir drei coole Übungen zeigen, die man so immer mal wieder einbauen kann, wenn man einfach ein bisschen Spaß haben will mit dem Ball. Und bevor wir anfangen, will ich dir kurz zeigen, was du nicht mit diesem Petsyball machen solltest, wenn du deine Strandfigur haben willst. Mit dem Unterarm auf den Ball auf. Du bringst dich dein ganzes Körpergewicht auf den Ball. Dann musst du den Bauch anspannen, rollst rüber, gehst mit langsamen, kurzen Schritten nach vorne in diese Position, soweit du es schaffst. Ja, ich versuche mal ein bisschen zu füßen. Dann einen Liegestütz und dann Kurzbewegung wieder zurück, Bauch anspannen und wieder aufspringen. Das ist sozusagen eine Übung. Die gesamte Körpermuskulatur muss arbeiten. Und wenn du so ein paar Wiederholungen hin und her machst, hast du ein unglaublich effektives Cardio-Workout für die Ausdauer. Das Ganze ist dann ungefähr so aus. Auch ein Folgen nach vorne und Liegestütz und zurück. Und Liegestütz vergessen. Beim Laufen so nicht durchstrecken, so, also nicht so, sondern immer leicht gebeugt. Sonst ist das Gelenk halt ein bisschen extrem belastet und so kannst du es muskulär absichern, also immer leicht gebeugt und dann auch beim Zurück. Genau. War die erste Übung, habe ich ein Patent drauf, habe mir noch keinen Namen ausgedacht. Okay, nächste Übung, genauso interessant. Und zwar, du kannst eigentlich die gleiche Ausgangsposition nehmen, weil du musst nämlich wieder in diese Lage kommen. So. Ja. Und jetzt, wenn du gerade erst anfängst mit den ganzen Übungen und dem Strandübungsprogramm, dann lässt du den Ball erstmal hinten so. Ja. Suchst dich hier festen Halt. Ja. Und dann ziehst du den Ball einfach langsam zu dir ran. Sieht dann so aus. So ranziehen, richtig schön den Bauch anspannen und dann wieder zurück. Ranziehen, zurück. Man kann das Ganze auch im Unterarm machen. Manche Leute haben Probleme mit ihren Handgelenken. Wenn du also Handgelenkschmerzen hast, dann kannst du auch im Unterarm machen. Ne? So, Spannung halten, hoch und zurück. Hoch und zurück. So, die Fortgeschrittenen gehen auf jeden Fall in diese Position und können dann noch weiter weggehen. Jetzt wird es richtig schwer, weil ich in dieser Position, man sieht, wie der Ball wackelt, schon richtig viel arbeiten muss, vor allem im Bauch. Ja? Und jetzt muss ich aus dieser Position richtig zack, nach oben und runter. Zack. Die auch in meinem Strandfigurprogramm sehr intensiv behandelt wird, aber die von vielen Leuten vernachlässigt wird im Fitnessstudio.
Es wird jetzt ein bisschen lauter, also Ohrenstöpsel am besten einmachen. Obwohl, dann kannst du mich ja nicht mehr verstehen. Also, du stellst dich einfach hin, ich sage, erklärst das, du stellst dich hin, ja, auf ein Bein und dann dribbelst du den Ball immer um dich herum und übergibst ihn mit der anderen Hand. Das sieht dann in der Praxis so aus. Immer dribbeln. Ja? Also du drehst dich nicht, sondern nur der Ball sich immer um dich herum. Du musst immer auf ein Bein stehen. Und auch fortgeschrittene Variante, Bein hoch. Nochmal wechseln natürlich. Puh. Ja, und das ist eine richtig schöne Übung, um eine Koordination zu verbessern. Wenn du richtig fortgeschritten schon bist, das für dich gar nicht mehr schwer ist, dann kannst du das Ganze noch auf dem Aero-Stepper machen. Das ist ein Luftkissen. Ja, das wackelt sowieso schon, wenn du dich draufstellst. Und zwar, dann stellst du dich mit einem Fuß aufs Aero-Kissen auf. Und jetzt wird es natürlich richtig schwer. Versuch mal. Habe ich übrigens noch nie gemacht, die Übung, habe ich mir anders gedacht. Boah, Alter, das ist ja richtig schwer. Nochmal. Einmal, zweimal, also du hast gesehen, jeder hat seine Übungen, die er noch verbessern muss. Ich muss auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Man kommt halt nie ans Ziel, wenn man nicht kontinuierlich an sich selbst und an den ganzen Übungen, die ich hier immer so vormache, auch arbeite. Also, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin schon total durchgeschwitzt. Und ja, jetzt beginnt gleich der Arbeitstag. Und wollte ich noch was sagen? Ich glaube, das war's für heute.